Wissen Sie, wie dramatisch eine Kindergeburtstagsfeier in der Bowlingbahn enden kann? Die Kugeln können schlimme Verletzungen hervorrufen. Wie Sie die aber verhindern können, erfahren Sie in diesem Video. Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. In meiner jahrzehntelangen Sprechstundentätigkeit habe ich viele Erfahrungen machen dürfen, die ich über meinen YouTube-Kanal weitergeben möchte, und zwar an möglichst alle Eltern. Dabei können Sie mich unterstützen, indem Sie meine Videos liken, den Kanal abonnieren und mich weiterempfehlen. Ich möchte unter anderem dazu beitragen, unnötiges Leid zu verhindern. So habe ich zum Beispiel viel zu oft Kinder behandeln müssen, die mit schlimmen Verletzungen von Kindergeburtstagsfeiern in der Bowlingbahn zurückkamen. Was war da jeweils passiert? Die Kinder hatten sich ihre Finger verletzt dadurch, dass sie zwischen zwei Bowlingkugeln eingeklemmt wurden. Und zwar genau in dem Moment, als die zurückrollende Kugel auf die im Kugelkasten liegenden Kugeln trifft. Was dabei die Folgen sein können, wenn die kleinen Kinderfinger zwischen diesen Kugeln gequetscht werden, sehen Sie auf diesen nun folgenden Bildern. Sollten Sie empfindlich sein, schließen Sie einfach jetzt die Augen. Sie sehen hier die typischen Fingerquetschverletzungen. Von einfachen, aber dennoch sehr schmerzhaften Blutergüssen an den Fingerkuppen und subungual, also unterm Nagel, bis hin zu weggerissenen Nägeln und offenen Hautwunden, ja auch bis hin zu Rissen und Brüchen der Fingerknochen. All diese Verletzungen tun extrem weh. Es ist meistens eine Erstversorgung in der chirurgischen Ambulanz im Krankenhaus erforderlich. Und auch die regelmäßigen Verbandswechsel in den darauffolgenden Tagen, die dann ich zu machen habe, sind ebenfalls in der Regel ziemlich schmerzhaft und sehr unangenehm. Jetzt können Sie Ihre Augen wieder öffnen. Gott sei Dank heilen bei Kindern all diese Wunden meist folgenlos aus, auch wenn es eine ganze Weile dauert. Aber dennoch ist das Leid dieser Kinder dramatisch und vor allem überflüssig, wenn man nur die richtigen Maßnahmen ergreift. Und darum möchte ich Sie bitten. Sollten Sie mit Kindern in einer Bowlingbahn sein, gehen Sie davon aus, dass Kinder die Gefahren dieser zurückrollenden Kugeln nicht erkennen und massiv unterschätzen. Und deshalb sollte unbedingt wenigstens eine Aufsichtsperson an diesem Kugelkasten stehen und dafür sorgen, dass das Kind erst zu den Kugeln greift, wenn die zuvor geschobene Kugel wieder zurückgerollt ist und ruhig im Kasten liegt. Dann bleiben die Finger gesund und die Freude am Bowlen ungetrübt. Sollten Sie, wie ich, der Meinung sein, dass dieser Tipp auch für andere Eltern in Ihrem Umfeld wertvoll sein kann, dann empfehlen Sie mich und dieses Video gerne weiter.